Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 19 vom Addictive Hof aus der Holzer Map. Und bei diesem schönen verregneten Panoramablick, gestern im Stream sind wir ja beigegangen und haben hier für die Agrargenossenschaft Bayerisches Oberland quasi das eine Feld hier fertig gemacht, gedüngt. Und da werden wir uns jetzt mal zurückbegeben, denn wir haben noch vom anderen Nachbarn die Aufgabe gekriegt, sein Feld zu düngen. Da werden wir gleich mal hier mit dem neuen Schleppschuhverteiler, den hatte ich ja gestern abgeholt von dem Müller. Das ist unser überarbeiteter, das ist jetzt so ein Farmland Fix, nennt er sich. Und mit dem fahren wir jetzt mal los, werden das Ganze auf dem anderen Feld noch machen. Ich habe den Zubringer gestern schon wieder zurückgefahren zum Hof. Ich hoffe mal, dass der da noch ist, bleibt, wie auch immer. Und wir, naja, ich sag mal, hoffentlich damit dann noch Gülle kriegen, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht brauchen. Aber eine Sache muss ich da noch vorweg machen, denn ich bin gestern mit dem Güllezubringer im Stream. Der Stream war saugeil übrigens, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Findet, für die Leute, die es nicht wissen, immer dienstags 19 Uhr statt. Wird auch angekündigt, meistens einen Tag vorher, also lohnt sich auf jeden Fall, Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt. Und den Kanal und Instagram regelmäßig im Auge zu behalten, dann kriegt ihr die Infos darüber. Da gab es zum Schluss noch die kleine Aussage von mir, ich fahre mit dem John Deere nicht über die Brücke, also nicht den Panoramaweg. Nun kam von einem doch sehr, sehr netten und langwierigen Zuschauer, Grüße gehen raus, die Aussage Feigling. Feigling gibt's nicht. Dementsprechend werden wir heute mal mit dem großen Kotte die Kurve über die Brücke nehmen. Ich meine, der Panoramaweg, ganz ehrlich, hat nur eine einzige Tücke. Und diese einzige Tücke ist die Brücke, die über den, wie heißt der Fluss? Ah, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Also, wir haben ja hier vorne gleich einen Bach. Und der Fluss kann man nicht nennen, Bach ist es. Und der fängt quasi, der entspringt hier im Wald daneben an. Oder beziehungsweise da vorne. Läuft so ein kleines Stückchen und dann kommt gleich eine Brücke. Den Weg ein bisschen weiter vorher und die Brücke wäre nicht nötig gewesen. Egal. Wie heißt denn nochmal dieser kleine Bach? Ich komme nicht drauf. Ist der... Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich glaube, das war Weidenbach. Ich meine, das ist der Weidenbach. Auf jeden Fall wird es jetzt ganz spannend, denn wir müssen darum, da lang. So. Und ich habe gestern gesagt, ich tue es nicht, weil ich mir mein Kotte fast nicht anschlagen will. Gerade mit dem neuen Ausbringer. Aber in dem Falle passt. Okay. So wie zu dem Thema, ne? Das passt, ne? Beziehungsweise zu dem Thema Feigling, ne? So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich da rüberkomme. Die Brücke, habe ich gestern im Stream schon gesagt, die ist nicht die stabilste. Ne, sie hat zwar hier unten zwei dicke Träger, aber ihr seht das selbst, die ist schon ziemlich marode. Also ich muss wirklich gucken, dass ich jetzt gleich mittig komme, sonst habe ich da ein kleines Problem. Und sind wir mal ehrlich, Schlepper im Graben bzw. im Bach will keiner. So. Mal gucken. Ich fahre auch dementsprechend langsam rüber. Ja. Problem ist, sind die breiten Hinterreifen wohl eher. Na, passt aber gerade so. Okay. So. Gut. Weil, wisst ihr, das ist halt... Muss man sich mal vor Augen führen, ja? Der Weidenbach. Ich glaube, das ist der Weidenbach. Ich sage einfach mal, es ist der Weidenbach. Wenn nicht, schreibt es unten in die Kommentare, wenn er anders heißt. Ich glaube aber, das ist der Weidenbach. Der entspringt quasi... Irgendwie gut lang ohne... Das ist aber auch ein Wetter heute, ne? Der ist wie ein Real, du. Nur am Regnen. Ne, der Weidenbach entspringt hier hinten so ein kleines Stückchen weiter. Hier ist seine Quelle. Zack. Der kommt da raus. Und dann geht er quasi... Ich weiß gar nicht, der geht irgendwo hinten raus. Aber ist halt, ne? Hier ist genau die Brücke. Anstatt... Ne. Warum hätten wir den Weg nicht hier abbiegen schon können? Hier so. Zack. Weil hier ist nämlich der Bach noch nicht. Also knapp. Hier wäre doch eine schöne Stelle für den Weg.
Egal. Ja. Boah, ist das wild. Lass mich wieder in meinen Schlepper. So. Ich werde kurz am Hof vorbei. Beziehungsweise kurz zu... Nö, ich fahre direkt durch. Ist das noch eingestellt? Ja. Ich fahre direkt durch. Denn ich muss einmal... Ich muss hinten rum. Ich muss zu Feld 8. Ja, zu Feld 8. Ich muss mal gucken, dass ich hier... Ob ich da überhaupt durchkomme, wie ich mir das denke. Hoffentlich nicht verfranzen. Das kennen wir zu Genüge aus der Vergangenheit. Das wäre nicht so schön. Permanent das Verfranzen hier auf der Map, ne? So. Dann ist eigentlich auch schon die Arbeiten, wenn wir jetzt dem Nachbarn hier noch geholfen haben, haben wir eigentlich so gut wie alles erledigt. Das mache ich eigentlich auch nur, um ein bisschen Kohle zusammenzukriegen. Ihr seht oben, wir haben schon ein bisschen Kohle eingenommen. Dadurch, dass wir dem Nachbarn halt geholfen haben, wir kriegen jetzt noch ein bisschen Kohle dazu. Und dann werden wir uns, denke ich mal, spätestens in der nächsten Folge, ich würde behaupten, es ist die nächste Folge, werden wir uns mal um die Schweine kümmern und um die Lebensmittel für die Schweine, also sprich Schweinefutter. Wir müssen das im Moment, oder wir haben es im Moment bestellt, dass wir es zukaufen. Geht leider nicht anders, weil wir ja mit unseren Feldern noch nicht so weit sind. Ich habe zwar schon gesehen, dass der eine Nachbar Rüben hat. Da muss ich mal gucken, inwieweit die Schweine, die wir uns holen, Rüben gebrauchen können. Oder ob die nur Kartoffeln brauchen. Wenn die nur Kartoffeln brauchen, haben wir das Problem. Die haben wir nicht. Aber sollten die jetzt nur Rüben brauchen oder auch Rüben nehmen können, irgendwie so, dann funktioniert das. Dann können wir nämlich dem Nachbarn fragen, ob wir dem ein paar Rüben abluchsen können. So, jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich glaube hier hinten und dann bei meinem Hof links. Nicht bei meinem Hof, mein Hof ist oben. Hinter dem Hof links, so rum. Ist auch ein schöner Hof. So. Einmal durch. So, ich meine, das war hier rum. Hier rum, da rauf und dann hinten. Also gleich die nächste links. Ich zeig nach rechts. Passt schon. Ups, nee. Geht's eigentlich hier hin? Was sind da eigentlich Häuser? Hofladen. Verdammt. Der war wohl mal ein Hofladen, würde ich sagen. So. So. Und wem nimmst du denn jetzt gerade hier wieder die Rückwärtsfahrgeschwindigkeit? Egal. So. Hier müssen wir rum. Achso, ich habe noch ein paar Sachen mit reingenommen, die als Mod erschienen sind. Und zwar unter anderem einmal den erhöhten Spritverbrauch von Realismus-Modding. Das heißt, auf dem Schwierigkeitsgrad, wo wir spielen, ist es, glaube ich, 200% mehr Verbrauch. Und auf leicht, glaube ich, 300%. Auf schwer, glaube ich, 300%. Also quasi ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr Verbrauch. Schadet jetzt nicht unbedingt. Muss man halt mal ein bisschen öfter tanken, ist auch gut. Und dann habe ich noch die Setzlinge für die Fichten mit draufgenommen von ihm. Von Realismus Modding. Mal gucken, wo wir die benutzen können. Hätte ich da rumgemusst? Denn hier hinten geht es zu dem alten Hof. Hier war mal... Ja, es ist keine schöne Geschichte um den Hof hier. Da gab es hier wohl mal einen etwas größeren... Tamtam, und dann haben sie ihn hier, ihr seht das hier, war mal wie so ein Feriendorf, wollte hier hin, wegen der Wäsche. Aha, irgendjemand aus dem Dorf nutzt das Ganze hier wieder für seine Wäsche. Und deswegen, hier hinten ist absolut gar nichts. Allerdings müssen wir hier halt logischerweise einmal kurz hin, weil wir müssen hier auf dieses Feld rauf. Ich
könnte mir jetzt auch einfach mal. Das mache ich auch. Fahr mal hier rauf. So. Ziehen wir den mal gerade. Passt. So. Gut, passt. Dann drücken wir die Taste. Dann drücken wir. Hallo? Warum? Hä, wo sind denn? Wo ist denn mein ganzes Infomenü? Bitte zuerst die Führungslinie, aber wieso macht er mir das Menü nicht auf? Hallo? Ich würde gerne das Menü einmal bitte, danke. Kurzen Moment, muss man ganz kurz gucken. Menü öffnen. Ja. Okay. Hä? Irgendwas blockiert mein Menü. Cool. Ja, dann machen wir das anders. Dann machen wir das Ganze ohne Menü. Funktioniert auch. Wir fahren mal die Zwischenlinie. Ich folge jetzt einfach mal den Feldlinien. Vorgegeben. Schau mal, dass das Ganze läuft. Und dann nehmen wir das als Referenz. Hoffe ich mal, dass der sich jetzt auch so ausrichtet. Und nicht, dass er sich hier beschwert. So, sagen wir ihm mal bis hier. Und wie wir sehen, hat er nicht die Ab. Warum? Mist, jetzt habe ich die Taste nicht für Arbeitsbreit. Hey, wir kriegen das hin. Sekunde, kurz, gib mir kurz Zeit. Ich muss das mal ganz kurz über die Tastatur machen, weil irgendwas ist gerade schief. So, Breite erhöhen. Okay. Ich die jetzt. Kann ich die runterklappen, ohne dass sie angehen? Kann ich. Passt. Schau ich gerne mal rein, was da los ist. Jetzt nicht. So, das nimmst du mir aber. Ja, okay. So. Dann wollen wir mal. Das fällt hier für den Nachbarn nochmal mit ordentlich einem Schluck aus unserem Güllefass versorgen. Und den Zubringer leih ich mir immer von den Schmittis aus. Den werde ich hier auch brauchen. Ich glaube nicht, dass wir das Feld fertig bekommen ohne. Ich denke, wir müssen da auch nochmal nachtanken, das Ganze auffüllen. Und dann schauen wir. So. Okay. Passt. Ja, löbt. So haben wir doch jetzt die Bahn auch. Ich muss gerne mal am Ende gucken. Ich muss gerne mal kurz aussteigen. Muss mal gucken, ob das hier passt oder ob ich noch die Arbeitsbreite ein bisschen verringere. Um ein Ticken, dass die da auch wirklich übereinander kommen. Nicht, dass ich am Ende immer so eine kleine Bahn in der Mitte auslasse. Wäre jetzt nicht so dramatisch. Aber wenn, dann wollen wir das natürlich auch vernünftig machen. Wir wollen ja weiterhin noch eingestellt werden, um diese Arbeiten weiterhin verrichten zu dürfen. Ne, das wäre ja jetzt schade, wenn wir das Ganze hier nicht machen dürften.
weil wir uns da jetzt total blöde anstellen. So, wir fahren. Nach hier weg. So. So, ich fahre jetzt eine Bahn da, eine Bahn hier. Das heißt, ich habe einmal die Bahn in die andere Richtung, einmal die Bahn zweimal in die Richtung. Jetzt schauen wir gleich mal. Müsste eigentlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, dürfte sich das eigentlich ausgehen. Könnte vielleicht sogar noch die Arbeitsbreite einen ganz kleinen Ticken erhöhen. Aber ich sehe von hier optisch sehe ich keine freie Fläche zwischendrin. Sollte passen. So. Ne, das schaut hier gut aus. Und hier auch. Das lassen wir so. So, werden wir jetzt ein bisschen Gülle fahren? Also ich denke mal, ich werde gleich na, vielleicht noch so ein, zwei, maximal drei Bahnen und dann muss ich mir wieder meinen Zubringer herholen. Zubringer benutzen wir im Moment das Güllefass der Schmiddis. Die dürften das eigentlich schon aufgefüllt haben. Ob da jetzt jemand herkommt, wussten sie noch nicht. Und bevor ich jetzt losgefahren bin, haben sie gesagt, nee, wir können leider nicht. Also muss ich einmal zurücklaufen. Da so quer durch und mal kurz das Güllefass holen. Ich denke mal, einmal auffüllen sollte eigentlich reichen. Wenn wir unser großes Fass einmal auffüllen und dann den Rest, der da noch drin ist, reinpacken, sollte es passen. Denke ich. Wir waren ja jetzt nicht ganz voll. Wir haben ja nur mit 7000 Liter angefangen. So, hier müssen wir mal kurz. So, da würde ich gerne ein bisschen gerade ziehen, ein bisschen weiter hinten ansetzen. Jetzt haben wir da so eine große Fläche hinten, da müssen wir nachher da hinten querfahren, oder will ich nicht. Ich will eigentlich nur einmal rum und dann passt das schon. So. Der Vorteil ist, dass wir jetzt hier unten halt den alten Hufplatz haben. Sprich, für unser Überladen jetzt der beiden Fässer gleich haben wir hier wenigstens einen ordentlichen Stellplatz. Können wir das Fass stehen lassen, ohne dass es im Weg steht. Jetzt hoffe ich mal, dass mich gleich irgendwer abholt hier. Aber das sieht... Sieht nicht danach aus. Sieht ein bisschen so aus, als wäre ich mal wieder alleingelassen worden hier von meinen tollen Mitarbeitern. Wir sollten mir neue suchen. So, aber, liebe Leute, für euch soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sag bis zum nächsten Mal.